Hallo meine Freunde der London Shuffling Simulator-Unterhaltung. Ich habe heute einen Nächen, also ein Prunkstück der Traktor-Ingenieurskunst, sagen wir es einmal so. Der AGO hat vor ungefähr einer halben Stunde seinen neuen Fendt ausgebracht, und zwar den 933 SCR mit den gewohnten Details, die der AGO so bietet für seine Fahrzeuge. Man sieht da wieder mal die öffnbare Motorhaube und die anklappbare Fronthydraulik. Das Einzige, was mir schon aufgefallen ist, was er vergessen hat, ist die Antriebswellen zum Einbauen. Aber das wird er sicher in einer weiteren Version nachholen. Wenn er es nicht sogar schon da hat. Jo. Kaufbare Breitreifen unter Anführungszeichen. Da ist die Pflegebereifung und das ist die schwere Bereifung. Man kennt so nicht so wirklich viel Unterschied, aber sie sind wirklich ein bisschen breiter. Jo. Man sieht wieder im Motorraum, die eine Motorabdeckung auf der einen Seite ist sogar zum. Die montiert sich aus, wenn man es einmal aufmacht. Jo. Die gewohnte Qualität, man sieht es auch von hinten. Schaut wunderbar aus. Soweit genug, fahren wir gleich mal aufs Feld. Bei den 60er, schauen wir mal, ob er gut zerstören wird. Gut oder nicht, passt auch. Er wird fast jetzt kein Halt mehr, was nicht einmal so schlecht ist für so ein Gerät. Ich sehe gerade, die Kreislegung hat irgendeinen Fehler. Aber ist ja nicht so tragisch. So. Okay, jetzt funktioniert es wieder. Ja, gewohnte Rundumlicht, wie man es eh schon kennt, bei den AGO-Modellen. Aufklappbare Heckscheiben, aufklappbare Dachluken. Dann habe ich verschiedene Kamerapositionen, das zeige ich euch nachher. Dann kann ich da die Warntafeln auf der Seite ausklappen, auf der einen Seite. Wie gesagt, Heckscheiben. Dann Kamera von hinten, Hydraulik heben, senken, das müsste glaube ich auch sein, bin mir aber nicht ganz sicher. Ja, Zapfen, Blinker hat er natürlich, wahrscheinlich von außen aus, auch das gewohnte Design. Die gewohnt spitze. Ja, wie gesagt, Dings zum Ranziehen, nicht ein und aus. Und Warnblinker noch. Jo, ich hoffe, ich habe so nichts vergessen. Schaut im Großen und Ganzen ganz cool aus. Aber das Tolle ist halt das. So, schnell sein unterwegs. Ja, kann ich sagen, also wie immer. Ein Spitzenmodell von AGO. Vor der Achse wieder oben, wie wir es gewohnt sind. Gut beleuchtet. Auch toll wie immer. Hinten dasselbe. Ich glaube, ich habe sicher noch einige Funktionen vergessen, aber ich brauche nicht gerne groß zeigen, weil das fühlt sich sehr, sehr wohl. Jo.
gesagt, danke fürs Zuschauen. Ich wünsche viel Spaß mit dem Adios in welchem Meisterstück. Und viel Spaß beim Anschauen. Ciao, Baba.